Wie viele Augen hat der Archonte Geheimnisse? Die Zahl ändert sich laufend. Entweder weil sie wächst oder weil Gerüchte wertlose Scheiße sind. 3, 7, 19. Manche sagen sogar, dass wir alle Augen sehen, ohne es zu wissen. Sie schüttelt nachdenklich und missbilligt den Kopf. Das ist eine dieser Fragen, die einen in den Wahnsinn treiben, wenn man zu lange darüber nachdenkt. Hey, du könntest eines Fortunons Augen sein. Den Gedanken hattest du bestimmt noch nie. Zurück zu meinen vorherigen Fragen. Was kannst du mir über den Bandenchef sagen? Ein Chef ist jemand, der genügend Unterstützung zusammentrommeln kann, um den vorherigen Chef zu töten. Sie klammern sich an ihre Herrschaft, bis der Nächste eine Gelegenheit nutzt und ihnen einen Dolch in den Rücken rammt. Tippkappe führte die dreckigen Lämmer an, Locken führte die rostigen Hafen an. Schaf führte früher die Knochenknaben an. Ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist, nachdem sie ihm die Beine gebrochen haben. Wasserrad befehligt die haarigen Jäger, wirft Scheiße für die faulen Malkinzer. Die Skorbutkönigin im Fingerknochen und Wedewund führen gemeinsam die Damen der dauerhaften Strangulation an. Ich habe bestimmt ein weiteres Dutzend vergessen. Ich habe sogar selbst einmal die ein oder andere Bande angeführt. Sie überleben die sehr lange, daher hat es wenig Sinn, sich alle allzu sehr daran zu gewöhnen. Du hast schon mal eine angeführt. Tu nicht zu überrascht. Ich kann besser eine Peitsche schneiden lassen, als diese ganze Weicheier in den Arbeitslagern der Geschmähten. Aber ich hatte nie großes Interesse an den Machtkämpfen der Fußsoldaten und möchte gerne in der Mitte. Ich wollte an der Spitze stehen wie ein Alpha-Wolf. Hier bin ich. Als ich die Bande also leid war, löste ich sie auf und ließ die anderen Chefs sich um die neuen Rekruten streiten. Zumindest das hat mich amüsiert. Einige meiner alten Kumpanen sind noch am Leben und hängen herum, wo das Schicksal sie eben hinverschlagen hat. Zurück zu meinen Fragen über den Scharlachroten Chor. Mir gefällt deine Neugier, dann lass mich was... zurück zu meinen Fragen. Lass mich was anderes fragen. Ich möchte etwas zu deinen Kampffertigkeiten anmerken. Wie kam es dazu, dass du dir die Waffenfähigkeiten deiner gefallenen Schwestern angeeignet hast? Was hältst du von den Geschmähten? Du hast im Scharlachroten Chor das ein oder andere kämpfen gelernt. Okay, machen wir noch die beiden oberen, weil ich sie schnell freigeschaltet habe. Ich möchte was zu deinen Kampffähigkeiten anmerken. Jetzt bin ich aber gespannt. You already know that I memorize the moves of my Scarlet Fury sisters. If it seems like a total mystery to me, I don't know how you could have arrived at any conclusions, but I'm open to ideas. Du weißt bereits, dass ich die Bewegungen meiner Schwester vor den Scharlachroten Wütern auswendig gelernt habe. Wer selbst mir ein völliges Rätsel ist, weiß ich nicht, wie du zu irgendwelchen Schlussfolgerungen gekommen sein solltest. Aber ich bin offen für jeden Gedanken. Du hast Bewegungen übernommen oder die Erinnerungen an ihre Bewegungen. Erinnert dich das an jemanden? Want to split hairs over it? You could argue that I took their instincts, their reactions, but I failed to see. Wait. Are you trying to compare me to the voices of Narat? Wenn du unbedingt Haarspaltereien betreiben willst, könnte man wohl argumentieren, dass ich ihre Instinkte übernommen habe, ihre Reaktion. Aber ich wüsste nicht. Moment mal, willst du mich etwa mit Narats Stimmen vergleichen? Lyra starrte ich mit zornigen Augen an. The voices of Narat is a monster. We both know that Taratus has never seen a creature more despicable than him. Never mind that he's kind of my boss. Narats Stimme ist ein Monster. Wir wissen beide, dass Taratus noch nie eine abartige Kreatur gesehen hat als ihn, selbst wenn er in gewisser Weise mein Boss ist. Ich vergleiche dich nicht mit den Stimmen, nur dieses Talent, das du an den Tag legst. My little talent that latches onto my friends and bleeds them dry, you mean? Because I never asked for it. Mein kleines Talent, das sich an meine Freunde klammert und sie leersaugt, meinst du, weil ich nämlich nie darum gebeten habe. I've traveled with the chorus for years. I've seen what the voices can do, and it scares me, all right? The idea that everything I am could be reduced to that. Ich bin jahrelang mit dem Chor gereist. Ich habe gesehen, wozu die Stimme fähig ist. Und es macht mir Angst, in Ordnung. Der Gedanke, dass alles, was ich bin, reduziert wird auf das. If I had that kind of power, if I could become like him, I don't know how I could live with myself. I'd rather drown myself in a camp latrine. Wenn ich solche Macht besäße, wenn ich werden könnte wie er, ich weiß nicht, wie ich noch mit mir selbst leben könnte. Ich würde mich lieber in einer Lagerlatrine ertränken. Warum diese Abneigung? Because the voices isn't
I mean, can you even call him human anymore? Weil die Stimmen nicht. Ich meine, kann man ihn überhaupt noch menschlich nennen? Everything I am has led me to this point. I joined the chorus, fought to survive, grew stronger than I ever knew I could be. Alles, was ich bin, hat mich zu diesem Punkt geführt. Ich bin im Chor beigetreten, habe gekämpft, um zu überleben. Ich bin stärker geworden, als ich es mir je erhofft hätte. I never needed to steal anything that made me me. I don't want to be better by being someone else. The Voices is stronger than anyone and terrifying enough to leave the chorus, but he's also an overgrown parasite. And someday he'll stuff himself so full of voices that he'll burst. Ich musste nie etwas stehlen, was mich zu mir gemacht hat. Ich will nicht besser sein, indem ich jemand anderes bin. Die Stimme ist stärker als irgendjemand sonst und furchterregend genug, um den Chor anzuführen. Er ist aber auch ein zu groß geratener Parasit. Eines Tages wird er sich so mit Stimmen vollstopfen, dass er platzt. Du musst nicht werden wie er, sei einfach selektiv. I'm sure he had the same idea when he got started. But you know what they say about power? It's usually wielded by assholes. Er hatte zu Beginn gewiss denselben Gedanken. Aber du weißt ja, was man über absolute Macht sagt. Sie wird meistens von absoluten Arschlöchern ausgeübt. My sisters died. You should have seen us. We were amazing together. I didn't mean to take away what made them special, but I did it all the same. And let me tell you, it felt terrible. Meine Schwestern sind gestorben. Du hättest uns sehen sollen. Wir haben großartig harmoniert. Ich wollte ihnen nicht nehmen, was sie so besonders machte, aber ich tat es dennoch. Und ich sage dir, es fühlte sich furchtbar an. If I lived a century, I might never figure out how to make that happen again. And more importantly, I don't want to. Ich könnte ein Jahrhundert lang leben und würde doch nicht herausfinden, wie ich das noch einmal tun könnte. Und noch viel wichtiger ist, ich würde es nicht wollen. Wie kam es dazu, dass du dir die Waffenfähigkeiten deiner gefallenen Schwestern eingeeignet hast? Darüber denke ich schon seit langem nach und ich habe noch immer keine Erklärung gefunden. Ich habe einige Ideen, aber Lyra runzelt nachdenklich die Stirn. Scharlachrote Wörter teilen eine Verbindung. So koordinieren wir im Eifer des Gefechts unseren Tanz. Wir geben keine Botschaften weiter oder ähnliches, aber unsere Emotionen und Intentionen stimmen sich wortlos ab. Sie fängt an, mit einem ihrer Messer rumzuspielen. Nach einem kurzen Augenblick seufzt sie und trampt die Klinge wieder in die Scheide. Sprich weiter. Ich weiß nur, dass ich diese Verbindung immer stärker gespürt habe als meine Schwestern. Ich konnte Nuancen erkennen, die ihnen entgingen, und ich konnte sie aus größerer Entfernung spüren. Als meine Schwestern starben, spürte ich, wie jede einzelne von ihnen aus meinem Gehirn gerissen wurde, als würde jemand Schnecken aus seinem Beet nehmen. Doch ihr Schleim blieb zurück. Verstehst du das Bild? Ich würde deinen Trost finden. Deine Schwester leben in dir weiter. Deine optimistisches ist Herz allerliebst Schicksals bin, aber vollkommen nistlos. Er wird meine Schwester nicht zurückholen, oder er wird dieses Ding in meinem Kopf nicht beheben, das ich nicht verstehe. Wie man es auch dreht und wendet, ein Teil meiner Schwester ist in mir abgebrochen, als sie starben, und muss ich damit leben. Ein ganz normaler Tag in den Stufen, was? Sprich weiter. Du solltest das Potenzial dieser Fähigkeiten voll ausschöpfen. Fähigkeit? Ich weiß nicht, ob ich das so nennen würde. Es liegt etwas Parasitisches darin, aber ich verstehe dein Argument. Wenn diese Sache, die ich erlebe, einen Vorteil hat, dann bin ich mir nicht zu schade, sie gegen unsere Feinde einzusetzen. Wie man es auch dreht und wendet, ein Teil meiner Schwestern ist in mir abgebrochen. Ja, ich könnte hier noch eine weitere Fähigkeit von den beiden wohl freischalten oder einfach nochmal dasselbe Gespräch. Aber das lassen wir jetzt mal. Ich habe jetzt schon wieder etwas zu lange mit Palavern verbracht. Nämlich 25 Minuten, obwohl ich nur 15 machen wollte. Aber das war jetzt gerade so interessant, über Lyras Vergangenheit zu reden. So, dann geht es jetzt mal zu Rostschluchten, weil da kommen wir wahrscheinlich immer noch nicht hin. Außer Grave und Ash war so nett und hat uns den Weg freigeräumt. Aber ja, so haben wir wenigstens für die Aufnahmesession mal wieder ein bisschen Kontext gehabt aus den Hintergrundgeschichten der einzelnen Chars. Bronze scrap is all that's left of the Unbroken caught in the storm.
where you see iron, disfavored that died with them. Ja, Beric hat hier noch schlechte Erinnerungen von, hm? Die eisernen Rüstungen der von Kyros der Dick getöteten Soldaten sind zwischen den Felsen verkeilt. Das Fleisch wurde nach und nach von magischen Winden abgetragen. Nur noch rostende Rüstungen und Waffen sind geblieben. Tja, deswegen sollte man vorsichtig sein, wenn man sich mit Kyros anlegt. Resolute Klinge. Ein ungebrochener Soldat mit dem Pfeil in der Schulter. Ein anderer im Oberschenkel steckt. Ein ungebrochener Soldat, dem ein Pfeil in der Schulter, ein anderer im Oberschenkel steckt, kämpft sich mühsam auf die Beine. Er versucht stehen zu bleiben, doch seine Muskeln sind zu schwach. Geht es dir gut, Soldat? Er wendet sich verblüfft zu, dir verblüfft zu und blickt dich über die staubige Weite aus, zusammengekniffenen Augen an. Er scheint dich kaum erkennen zu können. Ihr Eisengepanzerten stellt normalerweise keine Fragen, bevor ihr anfangen uns Speere in die Bäuche zu rammen. Er wirkt einen Klumpen blutigen Schleims hoch. Bin überrascht, dass du überhaupt Worte aneinander reihen kannst. Bevor er fortkommen kann, hört ihr beide das Geräusch von Eisenstiefeln, die schleppend näher kommen. Ein geschmierter Soldat nähert sich ruhig aus westlicher Richtung. Er blickt mit verächtlich hochgezogenen Lippen auf den verwundbaren Südländer herab und schüttelt missbilligend den Kopf. Schwach und gebrochen. Gefangene sind zu leichte Beute. Deine Flucht vermute ich, aber verflucht töricht. Er hebt sein Schwert und richtet es auf das Herz des Ungebrochenen. Er ist bereit zuzustoßen und ihn damit auf den schmutzigen Boden zu spießen. Ist das wirklich notwendig? Oh. Furcht bei Beric und Loyalität bei Ebb. Sein Schwert beginnt zu schwanken, als er dich sieht. Ah, Schicksalsbinde. Hoffentlich bist du gekommen, um die Sauerei aufzuräumen, die dieses Ungeziefer verursacht hat. Um aber deine Fragen zu beantworten. Ash will es so, also soll es geschehen. Mit einer raschen Bewegung rammt er dem Mann sein Schwert in das Herz und nagelt ihn damit in die rostige Erden, der rostigen Erde fest. Ja gut. Soldat der Geschmieden dreht sich zum Lager der Ungebrochenen um. In seiner Stimme liegt Frust. Dann schaut er dich an, wieder zu den Befestigungen hinüber. Ich habe Verstärkung bekommen, Elia. Wenn du jetzt die Tore öffnest, kann ich es dir immer noch einfach machen. Er wirft dir einen vielsagenden Blick zu, der neidigt, dass er lügt und auch noch stolz darauf ist. Okay, ich mag Theodor schon mal nicht. Also bereue ich meine Frage gerade nicht. Elia. Auf einer erhöhten Plattform hinter der Wand nähert sich entschlossenen Schrittes eine Frau. Sie hebt einen Speer und schleudert ihn auf Theodor. Sei verflucht. Sie flucht, als er an den Felsen zersplittert. Ich hab so die Schnauze voll, dir zuzuhören. Brüll lieber bei der Festung von jemand anderem herum und hör endlich auf, mir mit dem Erjagen unbewaffneter Gefangener imponieren zu wollen. Vielleicht macht dein Draufgängertum die Damen im Norden ja ganz wuschig. Mir aber sagt das nur, dass deine Schamkapsel noch leerer als dein Schädel ist. Sie nimmt dich mit hochgezogenen Augenbrauen zur Kenntnis. Ich glaube nicht, dass wir einander schon vorgestellt wurden. Ach wirklich? Ein oder zwei Eisengepanzerte machen keinen Unterschied. Diese Befestigungen können Kyros Wut und dem Säbelrassel von deinem Schwein von Landsmann standhalten. Täusch dich nicht, Elia. Als meine Lagersklavin wärst du besser dran als meine Feindin. Was für eine Verschwendung guten Potenzials. Er nickt nach Westen. Schicksalsbinder, lass uns reden, wenn du einen Augenblick Zeit hast. Ja gut. Gucken wir erstmal, was wir hier so finden. Einen guten Bogen zum Beispiel. Sogar einen sehr guten Bogen. Ist aber halt... Achso, da vergleiche ich jetzt gerade wieder die falschen Sachen. Ja.
So. Right. Oh, nothing says welcome like dead bodies rotting outside your front gate. Nichts heißt, ich werbe willkommen als Kadaver, die vor der Haustür verfaulen, ne? Der Hauptmann der Ungeborenen blickt von der erhöhten Plattform hinab. Sie steht mit ihrem schweren Stiefel auf einem Axtkopf, der in der hölzernen Boden gehauen ist. Sie ergreift den Griff, als du dich näherst. Was haben wir denn hier?